und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Merton Mitt and Me Bestellung für meine Haare. Ich habe noch nicht reingeguckt. Oh, ist das schön. Ein Herz. So. Da war Pappe. Fangen wir mal von hier an. Von hier. Und zwar ist das hier ein Conditioner für die Haare. Für Conditioner mit Algenextrakt. Anwendung nach dem Verwenden des Pur Shampoo den Conditioner gleichmäßig ins die nassen Haare Länge spitzen auftragen und einmassieren, kurz einwirken lassen, danach gründlich ausspülen. Für alle Haartypen und Haarfarben geeignet. Das sind 200 Milliliter. Machen wir mal ein Stück hoch. So. Dann haben wir hier ein Conditioner. Das ist praktisch die gleiche Anwendung, aber mit Avocado und Macadamia ist das auch ein Conditioner. Dann haben wir hier das Shampoo. Das hat 250 ml. Anwendung Shampoo gleichmäßig ins nasse Haar einarbeiten, damit ein reichhaltiger Schaum entsteht. Anschließend gründlich ausspülen und mit dem Conditioner Pflege für den Haartyp und Haarfarben geeignet. Also auch für alle Haarfarben. So. Dann haben wir hier eine Haarmaske davon. Ich habe noch gar nicht dran gerochen. Die ist so verschweißt. Ich rieche an einem anderen Produkt. Das ist praktisch auch. Wenn ihr wissen wollt, wie die Produkte sind, kann ich euch gerne das sagen, denn von der vor der Haarwäsche die Maske aufs trockene Kopfhaut auftragen bis in die Haarspitzen verteilen. Mindestens 15 Minuten einwirken lassen und dann gründlich mit Shampoo auswaschen. Für alle Haartypen ein bis zweimal pro Woche geeignet. Die Haarmaske. So, jetzt rieche ich mal am Shampoo. Ja, riecht schön nach Aloe Vera. So. Kann ich empfehlen, den Geruch. Dann habe ich hier. Das ist ein Fresh Cleanse, ach so, das steht ja überall drauf. Das ist ein Cleanser. Das macht man mit Hilfe des vor oder nach das Shampoo so auf die Kopfhaut und einmassieren. Ich kann das immer nicht so gut erklären. Dann habe ich hier noch ein letztes Produkt und das ist dieses. Das ist für nach, das ist so ein Öl für nach der stechen wir euch mal hier hin, damit ihr das mal so für nach der Haarwäsche die Füllmenge von 1 bis 2 Pipetten auf die Kopf nach der Kopfwäsche in die Kopfhaut einarbeiten, Haare wie gewohnt trocknen und stylen, für alle Haartypen und Haarfarben geeignet. Das sind 50 ml, sehr groß, finde ich. Ich weiß nicht, aber ja, riecht auch so.
bin ich gespannt. Werde ich austesten, weil es soll für so gestresste Kopfhaut, sag ich mal, für Schuppen, für kratzende, juckende Kopfhaut. Und es ist 100% vegan. Natürliche Inhaltsstoffe und also ich bin mal gespannt. Hier ist Wasser drin, Aloe Vera. Soll sehr schön sein. Werde ich austesten. Hier habe ich das eine nur von. Mal gucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, sag ich mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt von der Anwendung von Produkten her, ich weiß nicht, ob ihr denn einen Code haben wollt, vielleicht Rabattcode oder so, müsst ihr mal in einem Infobox schreiben, dann suche ich euch einen Rabattcode raus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.